It's a great honor for me to have these few words during this Holy Mass. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich jetzt in der Heiligen Messe zu Ihnen sprechen darf. I'm called Father John Igbemboyo. I come from South Sudan. Mein Name ist Father John. Ich komme aus dem Südsudan. South Sudan is along the greatest, the longest river in the world or in Africa, which is the River Nile. Der längste Fluss, der Nil, der ist dort, wo der Südsudan ist. Before I go to the word of God of today, let me just say a brief story of my country. Bevor ich anfangen möchte, Ihnen das Wort Gottes heute auszulegen, möchte ich noch eine kurze Geschichte aus meinem Land erzählen. South Sudan was part of the Sudan. Der Südsudan war ein Teil vom Sudan. Sudan got its independence in 1956 from the British. 1965 bekam der Sudan seine Unabhängigkeit. In 1964, a civil war broke out between the mainly southern black Africans and the Arab Nord. Und es gab 1964 einen Bürgerkrieg, einen Krieg zwischen den Dunkelhäutigen und zwischen den Arabischstämmigen. The cause of the war was about underdevelopment in the south and also religious. Es gab dort verschiedene Probleme, auch religiös. Then this war from 1964 ended in 1972 with an agreement. 1972 ist der Krieg beendet worden. That the south will be developed, which will be helped to grow. Und damit sollte der Süden gefördert werden, er konnte sich entwickeln und wachsen. After 10 years, the southern part of the country said we are not yet helped to grow. So there were problems and another war started in 1983. 10 Jahre später aber begann ein neuer Krieg, weil der Süden noch nicht zufrieden war und noch nicht genug hatte zum Wachsen. From 1983 up to 2011, this was the whole period of war in the South. Und es gab eine längere Zeit des Krieges von 1983 bis 2011. In 2011, we voted in a referendum whether to be with the Sudan or to be an independent country. Und im Jahre 2011 gab es ein Referendum, ob der Südsudan unabhängig bleiben soll oder sich wieder anschließen will. And we anonymously agreed to be a new country and we became South Sudan. Und wir entschieden uns, ein neues Land zu sein und wurden zum Südsudan. So we had a joy of being a new nation. Es war eine große Freude darüber da, eine neue Nation zu sein. By this joy of independence lasted only for 2 years. Allerdings dauerte diese Freude der Unabhängigkeit leider nur für 2 Jahre. Those who liberated us maybe like some visions. In 2013, we entered into a civil war within South Sudan itself. Und im Jahr 2013 gab es dann innerhalb vom Südsudan selbst einen Bürgerkrieg. And this war ended, they made ceasefire last year in September. Dieser Krieg wurde letztes Jahr im September endlich beendet. But the government to take us forward has not yet been formed. Aber die Regierung, die unser Land jetzt endlich fördern soll, ist noch nicht gebildet. Those who are following Pope Francis, you might have seen this great man last month in the Vatican when the Pope kissed their feet. Wenn Sie Papst Franziskus ein bisschen folgen, haben Sie gesehen, dass er letzten Monat den Politikern die Füße geküsst hat aus diesem Land. Because the church all over the world knows the suffering of these people and the Pope has heard a lot of it and he was asking them to be humble for peace. Und der Heilige Vater und die ganze Kirche kennt das Problem im Südsudan und der Heilige Vater hat um Demut und um Frieden gebeten. The good news is that all over these years the church has been the soul of the society. Und es gibt die gute Nachricht, die Kirche hat in all den Jahren sozusagen die gute Seele der Gesellschaft gebildet. Our local church and the Catholic Church all over the world have also been in support with us in prayers. Und die Kirche vor Ort sowie die ganze Weltkirche haben uns im Gebet unterstützt. But now we have reached a stage where the church wants to say that our voice must come out strongly to build peace in our society. Und nun ruft die Kirche noch mal eindringlich dazu auf, dass endlich Friede in der Gesellschaft kommt.
The church is finding that there is a way out to reach the people. Die Kirche will wirklich die Leute erreichen. We have never had means to communicate far enough, so we need a way to communicate far enough this message. Wir hatten nie die Möglichkeit, diese Botschaft weit genug zu tragen. And that's why I came here to Germany for this effort to raise the voice of God on this situation. Und deswegen bin ich hierher gekommen nach Deutschland, um ja, den Aufruf Gottes hierher zu bringen, unsere Situation dort zu schildern. Always God finds a way for his disciples to bring a new message to other people. Gott hat immer einen Weg gefunden für seine Jünger, um seine Botschaft zu den Menschen zu bringen. Today we have listened to the great apostles, Paul and Barnabas. Heute haben wir von den großen Aposteln Paulus und Barnabas gehört. They had a great hope in their mission. Sie waren voller Hoffnung in ihrer Mission. They were not apostles as the 12 in the beginning, but they became apostles through their work. They merited the name apostle. Sie waren eigentlich nicht von Anfang an Apostel, sondern wurden erst später Apostel. One thing which happened after the resurrection of Christ and the Pentecost was that the apostles had their audience, who were mainly the Jewish community. Eine Sache, die an Pfingsten passierte, die Apostel hatten sich zusammen versammelt. So the apostles were always going from one Jewish community to another in the synagogue, preaching about the resurrection of Christ. Und dann sind sie von einer jüdischen Gemeinde zur nächsten gegangen und haben über die Auferstehung Jesu gepredigt. So what they were telling their audience where the Jewish community had impact also with the people on the people around them. Und diese Verkündigung hatte auch Auswirkungen auf die Leute um sie herum. We could say these were the pagans according to today's reading. Und da könnte man sagen, dass auch die Heiden dadurch die das Wort gehört haben. The pagans were hearing about what was happening within the Jewish community about Christ Jesus. Und es gab dann auch diese Heiden, die durch diese jüdische Gemeinde gehört haben, was mit Jesus passiert war. Little did the apostles know that Jesus had commanded them to go to the whole world. Und dann haben die Apostel langsam verstanden, dass sie berufen waren, zur ganzen Welt zu gehen. So when the persecution started against them, as we heard today, they were inspired by the words of Jesus. Und als dann die Verfolgung losging, da wurden die Apostel dann von den Worten Jesu inspiriert. When Jesus said, "I will make you light to the nations." Jesus sagte, ich mache euch zum Licht für alle Völker. Basing on also what Jesus said in the gospel, that go out to the whole world and proclaim the good news. Und im Evangelium sagt es Jesus auch, geht in die ganze Welt hinaus und verkündet allen das Evangelium. So Paul and Barnabas found that there is a way out of this problem to preach to the other people. Paulus und Barnabas sind also diesen Weg gegangen, um die frohe Botschaft zu allen Menschen zu bringen. They knew that they had already made a good number of disciples in the church of Antioch, but now they have to turn to the pagans. Sie wussten, es gibt jetzt schon viele Jünger, viele Nachfolger in der Kirche in Antiochien, und jetzt müssen wir uns an die Heiden wenden. And we hear today, it was a great joy when the pagans heard that Paul and Barnabas were coming to them. Und wir haben heute gehört, dass die Heiden sich so gefreut haben, dass Paulus und Barnabas zu ihnen kamen. The message they've been hearing far away is arriving to them. The message that they've been hearing in the Jewish community about Jesus is also arriving to them, the pagans. Und die Heiden haben sich so gefreut, dass diese Botschaft, die den Juden verkündet wurde, auch für sie gilt. So, dear brothers and sisters, not to take you long. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte mich jetzt nicht mehr lang fassen. God's message, there is always a way out to reach other people. Gott hat immer einen Weg zu den anderen Menschen auch. And in these 3 days we are here looking for this way to reach out God's message. Und in diesen 3 Tagen hier wollen wir den Weg finden, wie Gott seine Botschaft zu den Menschen bringt. Mainly we have come from Africa. Wir sind aus Afrika gekommen. From Kenya, South Sudan and Congo. Aus Kenia, aus dem Südsudan und Kongo. Because there is a cry out. Dort gibt es einen lauten Schrei. That our people needs to hear the word of life. Die Menschen sehnen sich danach, das Wort des Lebens zu hören. In the community of Germany, in der Gemeinschaft in Deutschland, you have been doing good things.
haben wir viele gute Dinge. And you have done great things. Und wir haben viel Gutes getan. And what you are doing, und was wir tun, has has impact on the people who hear about your generosity. Das hat auch eine große Auswirkung auf all die Menschen, die von unserer Großzügigkeit hören. There are people who are benefiting from what you have done. Es gibt so viele Menschen, die davon einen großen Nutzen haben, was wir tun. And they will continue to benefit from it. And they will continue to benefit from your generosity. Und sie werden weiterhin von unserer Großzügigkeit profitieren. So it is a great joy also for me to tell you that we are thankful to you. Es ist mir eine große Freude, dass ich Ihnen sagen darf, wir sind Ihnen sehr dankbar. I stand here on behalf of South Sudan. Ich stehe hier im Namen des Südsudan. On behalf of the small children who are in the camps. Ich stehe hier im Namen der kleinen Kinder in den Camps. On behalf of their mothers who are suffering with them. Ich stehe hier auch im Namen der Mütter, die mit ihren kleinen Kindern leiden. Of everybody, including our bishops. Ich stehe hier auch im Namen unserer Bischöfe, von denen ich herzlich grüße. And to tell you that the project foreseen by Radio Oreb, Radio Maria for South Sudan has been is on the track. Und ich sage Ihnen, dass das Projekt für den von Radio Maria Südsudan auf dem Weg ist. The estimated project for this time to begin the project has been completed now by your generosity. Durch Ihre Großzügigkeit können wir das Projekt jetzt sogar finanzieren. And I thank you very much for the generosity you have done. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre Großzügigkeit, für Ihre Gabe. So you are already opening the way your other Paul and Barnabas now going to the periphery of Africa. Jeder von Ihnen ist jetzt wie Paulus und Barnabas und geht in die Peripherie von Afrika. So we are in front of a mystery. Mystery. We are in front of a mystery. Ein Geheimnis steht vor uns. Because Philip and Jesus are confronting themselves in the gospel. Und im Evangelium, da konfrontieren Philippus und Jesus einander. Jesus is talking about the relationship between him and his father. Jesus spricht da über die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater. And Philip is asking, you show us that father of yours. Und Philippus sagt zu ihm, Herr, zeig uns den Vater. And it will be enough for us. Und das genügt uns. But Jesus is saying, who have seen me has seen the Father. Und Jesus sagt zu ihm, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Because me and the Father, we are one. Denn der Vater und ich, wir sind eins. But what is important is the person who believes in me will do the things that I do. Und wichtig ist, dass derjenige, der in mir ist, in mir bleibt, meine Werke vollbringt. And that person even will do greater things than what I've done. Und er wird sogar noch größere Werke tun, als ich getan habe. This is where our identity comes in as Christians, as believers in Christ. Und das ist unsere Identität als Christen, als Gläubige. So when we believe in Christ, we can do greater things. Wenn wir an Christus glauben, können wir großartige Werke tun. I can't imagine how many radios are being opened up by your generosity. Ich kann es mir jetzt noch gar nicht vorstellen, wie viele Radiostationen von Ihnen durch Ihre Großzügigkeit mal geöffnet werden. All who are listeners to Radio Horeb, all the people of Germany and beyond, how much has been done by your generosity. Wie viel haben Sie durch Ihre Großzügigkeit schon getan, Sie, die Hörer von Radio Horeb, die Menschen hier aus Deutschland? You don't know how many children and women and people who are their souls will be saved because of your generosity. Sie wissen nicht, wie viele Frauen, wie viele Kinder, wie viele Seelen gerettet werden durch Ihre Großzügigkeit. That's why Jesus said, who have seen me has seen the Father. Deswegen sage ich, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. And he who believes in me will do greater things. Und wer an mich glaubt, wird noch größere Werke vollbringen. We thank God for what God is for what he's doing through you. Wir danken Gott für das, was er durch Sie tut. And we continue to pray also for your families. Und wir beten für Sie weiterhin auch für Ihre Familien. We continue for your good health, to pray for your good health. Wir beten für Ihre Gesundheit, um gute Gesundheit. We continue to pray that God bless your life, that you remain good Christians. Wir beten für Sie um Segen, dass Gott Sie segnet und Sie gute Christen sind, Ihr ganzes Leben segnet.
There is always a way out possible for every one of us. Es gibt immer einen Ausweg für jeden von uns. Once more, let us pray that the good Lord who has begun the good work in us may bring it to the fulfillment. Ja, beten wir darum, dass Gott das gute Werk, was er in uns begonnen hat, vollenden wird. Praise be Jesus Christ. Gelobt sei Jesus Christus. Bei Radio Horeb hörten wir die Predigt von Father, danke, Father John für diese zu Herzen gehenden Worte. Man sollte eigentlich nicht, ich werde auch nicht viel darauf sagen, weil das allein für sich steht. Die Lesung hat heute geheißen: Ich mache dich zum Licht für die Völker, trage mein Heil bis an die Enden der Erde. Also wenn das keine Fügung ist, dass wir gerade am heutigen Tag das bekommen, dann weiß ich nicht, was eine Fügung ist. Das ist unser Job, das ist unser Auftrag im Radio. Und es beginnt ja erst, wenn die Digitalisierung mal ganz Deutschland erfasst hat, wird das Radio noch eine ganz andere Kraft haben. Sie haben jetzt schon so viel gegeben, dass unser Zeitplan durcheinander kommt. Aber ich finde das klasse. Die Übergabe an den Kongo war erst heute Nachmittag geplant, aber Sudan ist heute schon durchfinanziert dank ihrer Spenden. Auch Kenia, 750.000 haben sie gegeben. Und damit beginnt, also stören Sie jetzt nicht daran, wenn wir noch weiter über den Sudan sprechen. Wir wollen der Liebe und der Vorsehung Gottes keine Grenzen setzen. Wir wollten jetzt nicht unverschämt sein und riesige Erwartungen setzen. Deshalb haben wir gesagt, 1,5 Millionen ist das Ziel in diesem Jahr. Und so wie es ausschaut, werden wir das erreichen. Im Kongo, das ist ein riesiges Land, so groß wie Westeuropa, stehen riesige Aufgaben zu bewältigen. Also keine Sorge, wenn Sie darüber spenden, wir werden das für den Kongo brauchen können. Und Sie sind jetzt dann eingeladen, auf die Homepage zu schauen. Dort haben wir die ganzen Städte des Kongo, die wir mit Stationen versorgen wollen, aufgelistet. Also schauen Sie mal auf die Homepage und alles, die ganzen Vorträge, alles ist dort aufgelistet. Sie können es auch weiterleiten, wenn Sie etwas angespannt, die Predigt heute. Ich meine, wer auf diese Predigt hin nicht berührt ist, ich glaube, dem kann man nicht mehr helfen. Leiten Sie das weiter. Das kann man kann es aufrufen, leiten Sie es weiter. Ihren Freunden, Ihren Bekannten, machen Sie es bekannt. Und all diese Messen sind ja Eucharistiefeiern. Dieses griechische Wort heißt Dankfeier auf Deutsch. Und wir wollen jetzt einfach schon danken. Einfach für das, was jetzt schon möglich ist. Ein Drittel unserer Leute sind Ehrenamtliche, die könnten jetzt auch Samstag und Sonntag freimachen. Am Montag beginnt die Arbeit für sie wieder. Das ist auch ein Riesengeschenk. Einfach vergelt's Gott, dass ihr das tut. Vergelt's Gott, dass ihr kommt. Vergelt's Gott, dass ihr nicht die Hand aufhaltet. Danke, dass ihr hier seid, dass ihr bis 23 Uhr gestern Abend noch die Telefonleitungen besetzt habe. 16 Leitungen müssen gleichzeitig offen gehalten werden. Das ist kein Spaß, das ist eine riesige Logistik. Vergelt's Gott, die in der Technik da rödeln, das alles herbringen. Vergelt's Gott, dass Sie gekommen sind. Herr Bischof, ich werde Jean-Paul richtig darauf verpflichten, dass in Kenge das Radio gehört wird. Vittorio, du hast auch gehört, alles tun, do everything, that in Kenge, Lady Maria can be heard, because he came from the end of the earth to help us, and we have to show our gratitude to the bishop. Der Bischof wohnt in Kenge und da kann das Radio nicht gehört werden, aber wenn in Kinshasa die Frequenz aufgebohrt wird und richtig erhöht wird, dann kann es, also verhandelt mit den Regierungsbehörden, dass es in Kenge gehört werden kann. Danke.